Und da bin ich wieder. Ich bin Steffen und willkommen zur inzwischen zweiten Episode von unserem Jonathan Let's Play. Und dann müssten wir uns eigentlich. Oh. Da gucken wir mal hier unten weiter und bauen da noch was. So. Ist aufgefallen, ich habe kein Sägewerk dabei oder so. Ne, ab zu diesem Untergrund-Ding. So. Da müssen wir mal gehen. Die Schraube tue ich mal so ein bisschen hin. Na. Dann müssen wir noch gleich hier die ganzen Wände da hinten hin. Ja, falls ich vergessen habe, Sternengut habe ich auch bekommen. Ist ebenfalls ein Bestandteil für den Zenith. Zenith. So. Anfragen? Ja, ein. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass irgendjemand da reinkommt. Emerald Bunny. Schön. Gabel. Ja. Pfeil. Jetzt. Ja. Ja, wunderschön. So. Dann hätten wir das schon mal aus dem Weg geschafft. Ich hatte das Willkommensgeschenk vergessen. Hier ins Lemonade. So, kriegst du hier. So. Das Diamanteichhörnchen will ich aber haben. Gut. Und ich bin wieder dumm. Ich glaube, die normalen Bomben reichen. Außerdem gibt es ja auch dort Scarab Bombs. Ja. Sehen wir mal, was es dann hier. Hab gehört, es wird ja eine Menge interessante Sachen geben und außerdem auch hier einen neuen Untergrundtrack. Nö. Aber also wie es so extrem runtergeht. Babys. Wow, oh mein. Diese Dinger machen Damage. Na gut, die Bezeichnung Damage meinte ich nur einfach. Guck mal, ich das eigentlich. Ah. Musik. Oh.
Ist das schon nice hier, aber ich hätte trotzdem ein bisschen Bandage Boy. Das war lang. Ah. Chiemtrank, natürlich. Und probieren wir mal diese Scarab Bombs aus. Too much children. Und da hätten wir schon unsere nächste. Was ist so irgendwie. Ich hab mal kurz Journey Mode gespielt und. Sieht mal gleich diesen Magic Conch aus. Ah, das schon. Ach, die machen keinen Schaden. Machen sie doch, ich bin einfach nur dumm. Goldportal. Ja, ich habe oben dieses Bars-Ding gemacht. Dune Rider Boots und Material. Walk without rhythm and you won't attract the worm. Wirklich so. Damn! Was ist das, Fuckboy? Wir fragen mal gleich Andrew hier, was genommen. Irgendjemand bekommt Schaden. Was ist das? Oh, you ain't. Der Golfer. Thanks for rescue. If I dropped off any longer, I could have come over the headstone. Nice. Da hätten wir schon mal das eine echt interessante Feature hier von. Wie ist denn der Name überhaupt? William. Ich hoffe, einer seiner. War ich da oben schon? Nein. Oh mein Gott, William ist fast tot. Ja. Tu's bitte mal hier hin. So, und die Kisten tun wir da hin. Als erstes probieren wir mal diese Sand Concha. Und tun mal die Idee hier. So. Du riechst die ganzen Wüstenbilder. Das habe ich auch. Oh, das ist praktisch. Ah. Ich denke, wir gehen wieder in die Wüsten und gucken, ob der Typ dann auch überlebt, dieser William. Ja, keine Sorge, ich kümmere mich dann aufs Gymfleisch um das hier Haus für ihn. Ich denke wahrscheinlich schon, dass er hier auch auf der Oberwelt bleiben will. Damn.
Ich habe mir in der letzten Zeit irgendwie hier, habe ich mir GTA runterladen, aber irgendwie, es dauert so ewig. Ewig. Warum bin ich so inkompetent? Ken, this deserves an epic bra moment. Die Ben, die. Oh. Musst du wahrscheinlich wieder meine hier verlorene Ehre holen? Das ist mein Geld. Was lernt man dadurch, Kinder? Also ich nichts. Oh. Könnte es sein, dass es irgendwie durch diesen. War ich da schon? Nicht. Nee, da war ich nicht. Oh, verdammt. Scary Bombs. Snakes. I hate snakes. Gut, dass hier keine Schlangen gibt. Noch. Ach gut, es gibt fliegende Schlangen. Stimmt ja, aber. Ja, die Musik ist auch nicht schlecht. Oh, da sind wir da, wo wir hin wollten. Ancient Chisel. Gleich an, was ist hier? So. Ancient Chisel, also increases mining speed by 25%. Ancient problems require ancient solutions. Lol, das ist ein Meme. Ja. Das ist gar nicht so. Das ist einfach dieser Meme mit diesen Ei. Wow, 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 wow. Ah! Junge, ich kann einfach nicht mit diesen Kakteen. Aber lustig, jetzt haben wir einen Blutmond. Snakes. Und da ist schon mal wieder so. Ich hab die Scheinbar getötet, ich werde schon wieder. Und tot. Ja, aber hey. Ja, damit haben wir es ja. Oh, das hat schon. Dorsch. Und ja, das war's dann hier für die Episode. Nächstes Mal kümmere ich mich aufs für das Haus für William. Und naja. Den Zoologist können wir ja auch mal gucken, wie wir das denn kriegen. Und ansonsten. Das war Critten und tschüss.